In diesem Video schauen wir uns die Rulebreaker SBC zu Dante genauer an und geben dir ein Feedback, ob es sich lohnt, die Karte mitzunehmen. Dante spielt in der Innenverteidigung, bei Nizza in der Ligue 1 und kommt aus Brasilien. Mit gering hoch hat er dann noch perfekte Arbeitsraten, er hat 3 Sterne Skills und 4 Sterne Weakfoot. Kommen wir nun zu den Werten. Mit 79 hat Dante ein Tempo, was noch in Ordnung ist. Mit 64 kann Dante leider nicht so gut passen, kurz und langer Pass sind die aber noch in Ordnung. Mit 80 hat Dante noch ganz gute Dribbling-Werte, hier speziell die Ballkontrolle und die Ruhe richtig stark. Dante kann auch noch richtig gut verteidigen, hier sind alle Werte wirklich sehr ausgeglichen. Mit 92 hat er auch noch eine sehr gute Stärke und mit 84 eine gute Aggressivität. Als Chemistry-Style würden wir euch bei ihm einen Shadow empfehlen. Die Physis-Werte sind schon ganz gut, allerdings könnte er beim Tempo nochmal einen Boost vertragen. Lasst doch jetzt gerne mal ein Like da, wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat. Kommen wir zu den Linkmöglichkeiten. Dante kann man wirklich gut verlinken. Zum einen hätten wir hier Marquinhos, Atal spielt ebenfalls bei Nizza. Natürlich kann man ihn auch mit zahlreichen Brasilianern verlinken, wie beispielsweise mit Lodi. Für die SBC hast du noch 6 Tage Zeit. Insgesamt musst du hier 6 Teams abgeben. Neben 2 Goldteams ohne ein Rating musst du noch ein 82er, 83er, 84er und 85er Team abgeben. Das Ganze kostet dann mittlerweile schon 110.000 Münzen. Neben der Karte bekommst du noch Packs mit ca. 7 seltenen Goldspielern. Kommen wir zu Spielern mit ähnlichen Werten. De Ligt, Road to the Knockout, würde es für 88.000 Münzen geben. Er hätte auch nochmal die Chance auf ein Upgrade. Romero Inform gibt es für 15k, der auch wirklich sehr ähnlich ist. Und Zakaria Road to the Knockout gibt es für 60.000 Münzen. Bei der ähnlichen Chemie hätten wir hier nochmal Marquinhos Gold für 90k. Es gäbe ihn aber auch noch als Road to the Knockout, allerdings wäre er dann nochmal viel teurer. Kimpembe würde es für 50k geben, der auch wirklich sehr stark ist. Und Militao liegt bei 2000 Münzen, er wäre insgesamt schon schwächer, aber für den Preis ist er auch wirklich top. Sollte man die SBC also eher machen oder lassen? Insgesamt ist Dante eine interessante und gut linkbare Karte. Unserer Meinung nach ist die SBC aber einfach zu teuer. Es gibt auf jeden Fall Alternativen und vergleichbare Karten, die auch nochmal klar günstiger wären. Daher gibt es von uns ein Lassen. Unsere Community hat auch wieder abgestimmt und ist derselben Meinung. Wenn du in Zukunft auch bei solchen Abstimmungen dabei sein möchtest, dann join gerne auf unseren Discord-Server. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Was ist deine Meinung zu dieser SBC? Schreib uns das gerne mal unten in die Kommentare. Lass jetzt noch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.